Wunderschönen guten Abend wünschen wir Ihnen, allen zuschauenden Teilnehmern heute wieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie haben heute wieder zu uns gefunden. Das freut uns natürlich sehr. Wir kommen im Doppelpack. Christian Engelke ist heute mit dabei und ich selber werde ein paar einleitende Worte zu unserem Unternehmen und unseren Schiffen sagen. Mache es allerdings kurz, weil wir haben einen sehr interessanten Vortrag heute für Sie im Angebot und es geht um die Antarktis. Das steht heute auf dem Programm. Antarktis im Überblick, verschiedene Destinationen und Reiseformate. Mit Reiseformaten meinen wir jetzt zum Beispiel unsere Aktivreisen in der Antarktis, sogenannte Basecamp-Reisen, Entdeckertouren mit Helikopter zu den Kaiserpinguinen auf Snow Hill Island oder tief ins Rossmeer hinein. Und dann gibt es dann noch unsere Klassiker unter den Reisen für Naturgenießer, die jetzt nicht so viel Aktivitäten suchen, sondern eher das Naturerlebnis. Da gibt es unsere kürzeren Reisen mit Fokus auf die Westseite der antarktischen Halbinsel. Und das zu den Hotspots Port Lockroy, Deception Island, dazu später mehr. Und unsere längeren Reisen, die Rundreisen über die Falklandinseln Südgeorgien bis in die Antarktis. Nur, dass Sie es wissen, wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind, wir hatten bereits schon mehrere Webinare durchgeführt zu den Themen und Destinationen und unseren Programmen in der Antarktis, Rossmeer, Weddellmeer und Falklandinseln Südgeorgien in englischer Sprache, Detailvorträge, Einzelvorträge. Norwegen, Spitzbergen, Grönland waren mit dem Programm und kürzlich hatten wir einen sehr schönen Vortrag über unser Nordatlantikprogramm von Bremerhaven nach Spitzbergen. All diese Aufzeichnungen der Webinare, die bereits schon liefen, finden Sie auf YouTube unter dem Begriff, müssen Sie den Suchbegriff eingeben, Oceanwide Expeditions und Webinar. Dann finden Sie zu unseren Webinaren und können sich diese in Ruhe nochmal ansehen. Jedes Webinar dauert circa eine Stunde, wie das heutige Webinar auch. Mein Name ist Florian Pieper. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Vertriebsleiter bei Oceanwide Expeditions, eigentlich für das Arktis-Programm zuständig, doch heute stehe ich hier für die Antarktis ein. Ich kenne die Antarktis sehr gut durch meine Tätigkeit auf verschiedenen Schiffen und auf einer britischen Forschungsstation. Die Bilder, die wir heute sehen werden von unserem Gast und Hauptredner Christian Engelke. Hallo Christian. Werden uns nochmal die Schönheit der Antarktis zeigen. Ein paar Worte zu dir, Christian. Dein Studium brachte dich nach Spitzbergen, wo du auch ein paar Jahre lebtest. Heute lebst du in Norwegen, bist auch aus Norwegen zugeschaltet. Heute, vor circa 11 Jahren, hat deine Karriere als Guide und Expeditionsleiter begonnen. Du warst auf verschiedenen Schiffen unterwegs, nicht nur in Spitzbergen, auch in Grönland und natürlich in der Antarktis. Aus diesem Zielgebiet hast du uns heute Bilder mitgebracht. Bist auch passionierter Kajak-Guide, muss man sagen. Deswegen kennst du unser Aktivprogramm sehr gut. Und ja, du bist regelmäßig bei uns an Bord unserer Flotte zu finden, in südlicher wie auch in nördlicher Hemisphäre. Und wir freuen uns jetzt gleich auf deinen Vortrag. Doch zunächst ein paar Bilder zu unserer Routen, zu unserer Flotte. Ich sagte ja, ich bin zuständig für unser Arktis-Programm. Um das ganze Bild für den heutigen Abend abzurunden, hier eine Stippvisite in den Norden. Dort sind wir ganzjährig unterwegs, muss man sagen, denn wir haben verschiedene Programme in verschiedenen Monaten und Jahreszeiten. Unser Hauptzielgebiet ist Spitzbergen. Die Inseln besuchen wir oben im Norden zwischen den Monaten Mai und September. Dort sind wir hauptsächlich unterwegs mit unseren Motorschiffen und auch mit unserem Dreimastschoner Rembrandt van Rijn. Neu im Programm ist Franz Josef Land. 2022 im August werden wir wieder nach Franz Josef Land reisen in die russische Arktis. Die Reisen beginnen und enden in Spitzbergen, in Longyearbyen. Zum Ende der Saison, Ende August, dann in den September hinein sind wir in Ostgrönland im August und September. Hier sieht man es auf der Karte. Christian Engelke hat vor kurzem einen sehr schönen Vortrag, ein Webinar über unser Grönland-Programm hier aufgezeigt. Dieses ist auch online zu finden unter YouTube. Wer sich interessiert, schaut einfach mal herein.
Dann, um das Bild abzurunden, im Norden sind wir in Nordnorwegen von November bis April mit unserem Dreimastschoner Rembrandt van Rijn unterwegs zu den Nordlichtern. Und dort wandern wir auch Schneeschuhwanderungen und Ski and Sail wird dort angeboten, also Skitouren vom Basislager Schiff. Das in aller Kürze zu unserem Nordprogramm. Wir schauen heute auf die Südhemisphäre. Doch bevor wir dorthin gehen, Christian wird weitere Details in einem Moment liefern. Einen kurzen Einblick zu unserer Flotte. Hier sieht man unsere Schiffe. Im Einzelnen Rembrandt van Rijn ist unser kleinstes Schiff. 33 Gäste haben an Bord Platz in 16 Kabinen. Alle Kabinen verfügen über Dusche und WC. Es gibt zwei Zodiacs an Bord. Mit diesen Zodiacs können wir dann unsere Gäste sehr schnell anlanden. Denn an Land wollen wir sein, um dort Wanderungen zu unternehmen und aktiv die Region zu entdecken. Der Dreimastschoner ist allerdings nur im Norden unterwegs, nicht in der Antarktis und kommt auch heute in dem Vortrag nicht weiter zum Vorschein. Weiter zu unseren Motorschiffen. Planzius ist seit 2010 in unserer Flotte unterwegs. Wir sind Eigner und Betreiber. An Bord gibt es Platz für 108 Gäste in 52 sehr komfortablen Kabinen, alles Außenkabinen mit Dusche und WC. Es gibt sehr viel Platz am Außendeck. Unsere Gäste können die Brücke besuchen. Es gibt 10 Zodiac-Boote und auch weitere in Reserve. Unsere Guides an Bord fahren diese Zodiacs. Sie halten also nicht nur Vorträge an Bord, sondern fahren auch Zodiacs und begleiten unsere Gäste an Land. Unser Aktivschiff für beide Regionen in der Arktis und Antarktis. Ortelius hat auch Platz für 108 Gäste, auch in 52 Kabinen. Also es ist im Prinzip so die gleiche Schiffsgröße. Eine Besonderheit ist das Helikopterdeck auf dem Achterdeck. Zwei Helikopter kommen dort in der Antarktis in Schwingung. Christian wird hier weitere Details liefern. Beide Schiffe, alle unsere Schiffe, muss man sagen, sind eisverstärkt. Planzius in der Eisklasse 1D, Ortelius in der Klasse 1A und Hondius sieht man jetzt. Unser neuestes Schiff in unserer Flotte verfügt über die Eisklasse 1A Super, entspricht der Polarklasse 6. Somit fahren wir also tief ins Eis hinein und kommen dahin, wo wir dann wirklich sein wollen. Hondius hat etwas mehr Platz. Es haben 170 Gäste an Bord, Platz in sehr komfortablen Kabinen. Wir haben sogar auch sehr luxuriöse Kabinen mit Balkons, mit einer kleinen Außenterrasse sozusagen, die man auch begehen kann, wenn das Wetter nicht so stürmisch ist. Und auf den oberen Decks und somit unterscheidet sich das Schiff etwas von Planzius und Ortelius. Nicht nur in der Größe, sondern auch in der Ausstattung. Ein weiteres Schiff, kürzlich zu Wasser gelassen, Jansonius, ist das Schwesterschiff von Hondius in der gleichen Polarklasse 6 unterwegs, 1A Super. Und auch so kommen wir mit Jansonius in der Antarktis und in der Arktis in die Gefilde, in denen wir sein wollen, also tief ins Packeis hinein. Und dort haben auch 170 Gäste Platz. In sehr komfortablen Kabinen. Das Schiff wird jetzt Ende des Jahres zu uns stoßen und sehr bald den Betrieb in der Antarktis aufnehmen. Soweit, so gut. Hier nochmal im Überblick unsere Flotte. Wir sind Eigner und Betreiber. Unser Hauptsitz in den Niederlanden. Momentan liegen die Schiffe an der Hafenkante. Wie man weiß, im Moment können wir nicht fahren, aber wir hoffen, dass wir sehr bald den Normalbetrieb wieder aufnehmen können. Jetzt zu unserem Antarktis-Vortrag. Lieber Christian, genug von meiner Seite. Jetzt hast du Zeit, um unser Antarktis-Programm vorzustellen. Viel Glück. Ja. Vielen, vielen Dank, Florian, für diese Einleitung. Es geht also um den tiefen Süden, um die Antarktis und die Subantarktis. Und ich habe die angenehme, aber auch schwierige Aufgabe, hier die ganzen Reisen sozusagen zusammenzufassen. Florian hat es schon mal erwähnt, es gibt die klassischen Reisen und es gibt natürlich auch die Reisen, die etwas spezieller sind. Und da möchte ich ein bisschen genauer drauf eingehen. Wenn ich Sie gerne mal so duze, das passiert mir so. Dann liegt das zum einen daran, dass ich eben in Norwegen, im hohen Norden lebe. Hier macht man das so. Zum anderen aber, dass auch so auf dem Schiff bei uns gang und gäbe hat, wenn man
jenseits des Polarkreises, der Polarkreise unterwegs ist. Also nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich Sie plötzlich duze, also euch. Also, es soll in die Antarktis gehen. Und die Saison dort unten ist ja sozusagen umgekehrt wie im Norden, denn wir wollen ja im Sommer in die Antarktis, im Winter ist dort alles vereist. Der Südsommer ist aber im November bis März und das ist die Zeit, wo unsere Schiffe von Oceanwide Expeditions dort hineinfahren. Die klassische Reise geht eben zur antarktischen Halbinsel. Man sieht so diese Halbinsel vom Kontinent gen Norden rausfahren. Das ist am einfachsten zu erreichen von Südamerika aus. Das ist sozusagen die natürliche Verlängerung Südamerikas, hat aber natürlich auch sehr, sehr viele Highlights dort. Eine weitere Reise, die recht häufig angeboten wird, ist sozusagen dieser Rundumschlag über die Falklandinseln nach Südgeorgien, also am Rande der Karte noch zu erahnen und dann eben auch an die Nordspitze der antarktischen Halbinsel. Das sind längere Reisen, 18 Tage, 20 Tage gegenüber den antarktischen Reisen zur Halbinsel, die 10 bis 12 Tage in der Regel sind. Und dann gibt es noch die ganz speziellen Reisen. Das Rossmeer, auch schon eingangs erwähnt von Florian, liegt dort so ganz weit weg ab vom Schuss. Da sind wir über 30, 33, 34 Tage unterwegs. Gewaltige Reise. Ich komme darauf zurück. Das war die letzte Reise, die ich gemacht habe, bevor sozusagen dieser Corona-Wahnsinn losging. Im Januar, Februar 2020. Also mehr oder weniger frische Erinnerung von der Rosssee, dem Rossmeer. Und die zweite sehr, sehr spezielle Reise, die auch immer wieder angeboten wird, ist ins Weddellmeer. Alle diese Reisen haben aber gemeinsam, dass man in einer oder anderen Form die Drake Passage, also diese Passage zwischen Südamerika und der Antarktis, passieren muss. Ich sage muss, denn häufig sieht es dort so aus. Ja, das ist so der große Unterschied zu den Reisen in der Arktis. Gerade so eine Spitzbergenreise, die der ein oder andere von euch vielleicht bereits schon mal gemacht hat. Da gehen wir ja jeden Tag an Land, machen Ausflüge mit den Zodiacs. Wir fahren von Longyearbyen los und am nächsten Tag sind wir bereits draußen im Feld. In der Antarktis ist das Ganze nicht so einfach. Wir müssen mindestens 2,5 Tage erstmal über die offene See, über diese berühmt-berüchtigte Passage gen Süden, bis wir denn mal ankommen in der Antarktis. Und dasselbe in einer etwas abgewandelten Form tun wir dann auch, wenn wir über die Falklands oder Südgeorgien gen Antarktis fahren würden. Häufig sieht es so aus, wir können aber auch Glück haben. Wir nennen das gerne den Drake Lake, wenn es so schön flach ist und sich das Ganze wie ein See ausartet. Es muss nicht immer ganz schlimm sein. Und irgendwie gehört diese Reise über das Meer auch dazu, die Antarktis zu erreichen. Finde ich zumindest. Man erarbeitet sich sozusagen dieses Abenteuer. Und es ist eben keine reine Passage. Natürlich haben wir viele Briefings an Bord, Vorträge. Wir wollen euch natürlich mitnehmen, begeistern, schon bevor es losgeht. Aber bei anständigem Wetter wollen wir auch viel Zeit an Deck verbringen. Und das sind fantastische Gegenden, um Vögel zu beobachten. Diese Breiten hier am Kap Horn, eine Giant Petrel, also ein recht großer Vogel mit 2 Meter Spannweite. Allein diese Vögel zu beobachten und natürlich die Albatrosse, ja, die Wanderalbatrosse, die schwarzbraunen Albatrosse auf hoher See, wie sie so dahin gleiten und so gar keine Mühe haben. Das ist ein Erlebnis in sich selbst. Mit etwas Glück können wir auch mehr sehen auf dieser Passage. Auf diesen Passagen muss man sagen, hier Delfine bereits im Beagle-Kanal, kurz nach Ushuaia, unserem Startpunkt in Südamerika, in Argentinien. Aber natürlich auch immer die Chance auf Walbeobachtung oder Ähnliches. Auf hoher See und natürlich dann, wenn wir uns auch dem Schelf nähern. Das haben also alle Reisen gemein und jetzt möchte ich ein bisschen auf die Unterschiede der verschiedenen Reisen kommen. Und das ist so die klassische Route, von Florian angedeutet, die klassische antarktische Halbinsel-Tour. Diese Touren haben 10, 11, 12 Nächte an Bord. Da gibt es noch leichte Variationen, aber es geht eben
zu den berühmten Orten wie hier am Nico Harbour, kennt der eine oder andere sicherlich auch aus Dokumentation. Port Lockroy wurde bereits erwähnt, die britische Station dort, wo man so schön Postkarten abschicken kann. Und auch dieses Deception Island. Ja. Das ist so die klassische Route und die wird eigentlich die ganze Saison über angeboten. Ja, ab November bis in den Februar, teilweise März hinein. Was hat diese klassische Route zu bieten? Warum ist sie die klassische Route? Warum ist das sozusagen das Standardmodell unserer Touren? Natürlich auch, weil es eine wunderschöne Tour ist. Die Dimensionen in der Antarktis sind einfach unvergleichbar. Also diese Größe der Eisberge, die Größe der Berge, der Gletscher, das hat man mit Abstrichen vielleicht noch in Grönland, aber in der Form eigentlich nur in der Antarktis. Und allein dies ist diese Reise wert. Die Gletscher, wie klein wir werden, wir als Menschen, wir als Touristen, Urlauber dort unten, wenn wir so in die Ferne schauen, es ist einfach unglaublich. Die Stille auch. Ja? Und natürlich geht es um Eis. Man sieht schon, wo findet man überhaupt Landestellen? Es ist nicht so ganz einfach. Alles ist vergletschert. Fast alles. Es gibt ja Tierleben. Und wo Gletscher sind, da sind auch Eisberge. In all ihren Formen und Facetten. Ich könnte tagelang, wochenlang Eisberge fotografieren. Wer mich im Grönland-Vortrag gesehen hat, weiß das schon. Die Lichtspiele, je nach Saison natürlich auch, einfach fantastisch. Wir wollen natürlich dort auch an Land gehen. Und das ist diese Landestelle in Nico Harbour, eine Landestelle, wo wir wirklich auch auf dem antarktischen Kontinent landen können. Das ist uns immer sehr wichtig, dass wir das versuchen, natürlich mit euch. Denn die meisten Landestellen liegen tatsächlich auf kleinen vorgelagerten Inseln. Wie gesagt, das Festland ist größtenteils vergletschert. Hier bei Nico Harbour gibt es aber die Möglichkeit anzulanden, wie bei all unseren Anlandungen. Es kommt auf die Bedingungen an, aber das ist eine wunderschöne Landestelle, um dort etwas höher hinauszukommen, einen Ausblick zu genießen und auch die dort ansässigen Pinguine zu beobachten. Zu denen komme ich später zurück. Hier ein anderer Ausblick von der Insel Cuberville Island, auch ganz in der Nähe. Da liegt so ein kleiner Gletscher oben drauf. Hier waren wir mit einem Bergführer oben unterwegs. Ja, was soll man sagen? Die Eisberge dort unten sind allesamt größer als das Schiff, auf dem wir unterwegs waren. Man kann sich nicht daran satt sehen. Sowohl vom Schiff aus, von den Zodiacs. Diese Berge, 2.000, 3.000 Meter hoch, stark vergletschert. Das ist die Essenz der antarktischen Halbinsel. Verbunden natürlich mit Tierleben. Es gibt dort die eine oder andere Pinguinart. Hier sehen wir die Eselspinguine, auf Englisch Gentoo Penguins. Die haben die größte Ausbreitung dort. Die Kolonien dort wachsen. Die Eselspinguine scheinen mit den klimatischen Bedingungen sehr, sehr gut zurechtzukommen, auch mit den etwas wärmer werdenden Bedingungen. Sie ziehen immer weiter nach Süden, während andere Pinguinarten ihre Problemchen haben. Aber die Eselspinguine stellen immer ein wunderschönes Fotomotiv dar. Und da kann man sich einfach wirklich auch stundenlang hinsetzen. Florian hat es erzählt, es gibt auch, ich komme darauf zurück, aktivere Reisen, wo wir verschiedene Dinge anbieten, die so ein bisschen Adrenalin geben vielleicht auch. Diese Reisen, diese klassischen Reisen, sind vor allem auch an Leute gerichtet, die sagen, ich habe einfach Lust, mich da hinzusetzen, zu genießen und einfach die Vögel zu beobachten. Einfach zu schauen, was in so einer Kolonie passiert, wie die Jungen gefüttert werden, die Geräuschkulisse, die Duftkulisse. Ja. Wo Vögel sind, da ist auch Vögelhinterlassenschaft. Wer das wirklich erleben will und dafür Zeit haben will, für den sind diese Reisen sehr, sehr gut. Eselspinguine hatten wir, jetzt haben wir auch die Adelie-Pinguine. Die sind ein bisschen auf dem Rückzug. Die ziehen immer weiter in den Süden, in kältere Gefilde. Aber auch immer sehr beliebte Fotomotive und Pinguine mit Charakter, wie man so schön sagt. Denn die Adelies, die scheren auch nicht davor zurück, sich mit Stärkeren anzulegen, Fressfeinden und Ähnlichem. Die dritte Pinguinart, die wir dort regelmäßig sehen auf der antarktischen Halbinsel, sind die Zügelpinguine. Auch Kehlstreifenpinguine genannt. Und man sieht da diesen charakteristischen Zug im Gesicht. Ja.
Das ist sozusagen der Grund, warum sie Kehlstreifen- oder Zügelpinguine genannt werden. Und man sieht hier auch wieder das kleine Küken, was gerade erst geschlüpft ist. Dazu kann man sagen, wem das wichtig ist, Jungvögel zu sehen, der muss auch ein bisschen überlegen, zu welcher Zeit er reisen möchte. Früh in der Saison, wenn die Tiere erst ankommen, fangen sie natürlich erst langsam an zu brüten. Und dann, je nach Spezies, je nach Art, ist es dann so ungefähr Ende Dezember, Anfang Januar, dass die Kleinen schlüpfen. Wo Pinguine sind, da sind auch Fressfeinde. Hier eine kleine Skua, das ist ein Jungvogel, der will ja auch groß werden. Und da hat sicherlich das Elternteil diesen Vogel erlegt, diesen, man kann es nicht mehr sehen, aber es war ein Pinguin, Adelie oder Gentoo-Pinguin sicherlich. Und das zu beobachten ist auch sehr, sehr spannend. Man sieht immer wirklich Natur in Echtzeit dort. Man sieht wirklich, was passiert in diesen Kolonien. Man sieht, wie die Skuas aggressiv zu Werke gehen, wie die Pinguine sich verteidigen, wie in der Nähe der Strände dann eben die Seeleoparden patrouillieren und auf leichte Beute warten. Wer all das einmal sehen möchte, für den ist diese Reise definitiv geeignet. Und hier sieht man eben so einen armen Pinguin, der gerade von einem Seeleoparden niedergestreckt wird. Neben Seeleoparden gibt es auch Krabbenfresserrobben, zahlreich. Das ist tatsächlich die Robbenart, die am zahlreichsten ist auf dem gesamten Planeten. Und auch die Seebären oder Pelzrobben, die man hier sieht. Und natürlich und immer, immer mehr in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehen wir dort auch Wale, also die großen Meeressäuger. Buckelwale vor allem, aber durchaus auch möglich mit Finnwalen, immer wieder Zwergwalen, Orcas und mit etwas Glück Blauwalen. Aber Buckelwale, das sind die, die wir erwarten und je nach Saison zahlreich sehen. Bei den Buckelwalen verhält es sich so, dass sie am Anfang der Saison noch nicht so zahlreich sind. Sie kommen erst so nach und nach. Und das hängt mit dem Seeeis und dem Planktonwachstum zusammen. Es ist nämlich so, dass sozusagen zeitversetzt, wenn das Seeeis schmilzt, die Nahrungskette so richtig Fahrt aufnimmt und die kleinen Algen, die darunter wachsen, wiederum vom Krill gefressen werden. Und der Krill bietet ja die Nahrung für die großen Wale. Und dort ist es also so, dass die Buckelwale, die beste Zeit, sie zu sehen, ist tatsächlich Richtung Februar, März, also Richtung Ende unserer Saison. Es gibt sie durchaus auch im Dezember und Januar. Aber deswegen haben wir sogenannte Wahl-Special gegen Ende der Saison, die wir anbieten. Mit dem vielleicht dem kleinen Nachteil dann, dass die eine oder andere Pinguinkolonie schon anfängt, sich zu leeren und gegen Ende der Saison im März dann auch wirklich Richtung leer ist. Ja? Und dann nur noch einzelne Pinguine dort beispielsweise sind, um ihr Federkleid zu wechseln. Das muss also jeder so ein bisschen für sich überlegen, welche Zeit die beste ist. Hier nochmal ein Bild vom Buckelwal, wie sie gerade sozusagen das Maul geöffnet und wieder geschlossen haben in einem Schwarm aus Krill, wie wir annahmen. Zur Route auch nochmal eine kleine Anmerkung. Eine beliebte Frage ist nach der berühmten Deception Island, einer ehemaligen Walfangstation, die auf dieser Insel liegt, die eine Caldera ist, also ein ja, inaktiver, aber nicht ganz erloschener Vulkan. Man sieht hier den Dampf auf dem Bild. Ja, wir besuchen Deception Island auf vielen unserer Reisen, wenn Wetter und Wind es erlauben. Aber das hängt auch ein bisschen von der Reise ab, von der wir hier reden. Also man muss sich ganz genau anschauen in dem Programm, was ist inkludiert, was ist nicht angedacht. Und hier sieht man beispielsweise eine Reise, die viel, viel weiter in den Süden geht. Also man sieht hier den Polarkreis. Den südlichen Polarkreis zu überqueren, das ist ungewöhnlich und das geht am Anfang der Saison nicht. Da ist in der Regel noch zu viel Eis. Aber später in der Saison können wir es versuchen, dorthin zu kommen, bis Stonington Island. Dort war ich auch schon einmal. Das ist dann so um die 70 Grad Süd, das ist schon weit im Süden. Aber auf diesen Seiten, auf diesen Reisen kompromittieren wir dann die South Shetland Islands, inklusive Deception Island. Ja, da ist der Fokus dann auf etwas anderem. Wem das wichtig ist, der muss einfach schauen, welche Reise ihm passt, ihm oder ihr.
Und wenn wir über so genaue Agendas und Reiseverläufe reden, ja, es gibt auch verschiedene Aktivitätsmöglichkeiten, auch auf diesen relativ, ich sag mal, normalen Reisen. Auf vielen dieser Reisen gibt es auch die Option, verschiedene Zusatzaktivitäten zu buchen. Beispielsweise Camping. Was heißt das? Ja, also auf ausgewählten Abfahrten. Camping heißt, dass man die Möglichkeit hat, eine Nacht an Land zu verbringen, auf einer Insel oder dem Festland, dort an der antarktischen Halbinsel. Das heißt, das Schiff bewegt sich weg unter Umständen, ja, also so weit, dass man es nicht mehr wahrnimmt, in häufigen, Fällen. Es muss also eine gute Wahl getroffen werden, wann das Wetter passt, vor allem die Wettervorhersage, dass man da wirklich eine Gruppe rauslassen kann, die dort übernachtet in diesen Biwaksäcken. Das ist das, was wir in der Regel tun. Nicht im Zelt, denn im Biwaksack hat man noch eine viel bessere, Erfahrung, unter dem Sternenhimmel, hoffentlich dem klaren Himmel der Südpolarnacht. Da also eine Nacht zu verbringen, häufig eine kurze Nacht, häufig eine Nacht ohne viel Schlaf, wenn man ganz ehrlich ist, denn die wenigsten können schlafen, wenn da im Hintergrund die Gletscherkalben und vielleicht der ein oder andere Pinguin Geräusche von sich gibt. Aber diese Option dazu zu buchen, das haben wir auf ausgewählten Abfahrten für eine gewisse Gruppengröße dann. Dasselbe gilt fürs Kajaken. Wir haben also die Möglichkeit, eine Gruppe von Kajakern mit etwas Vorerfahrung in dem Fall. Also man sollte schon mal im Kajak gesessen haben und körperlich fit sein. Da haben wir die Möglichkeit, auf einzelnen Abfahrten diese extra Kajak-Ausfahrten anzubieten, mehrfach im Laufe der Reise. Nicht bei jeder Anlandung als Alternativprogramm, sondern bei einigen. Das heißt also, der Großteil der Gäste geht dann an Land und man kann dann immer selbst entscheiden, wenn man diese Option gebucht hat, möchte ich heute mit dem Kajak-Guide, also zum Beispiel mir, unterwegs sein? Oder möchte ich heute sogar anlanden, weil man will ja vielleicht nicht jedes Mal kajaken, wenn sich die Möglichkeit bietet, sondern dann auch wieder mit den anderen Pinguinen an Land schauen. Die Option gibt es auch auf einzelnen Abfahrten. Und dann auch die Option für, ich sag mal, wirkliche Experten, das polare Tauchen zu probieren. Das gilt wirklich nur für Leute, die Taucherfahrung haben, die Trockenanzug- und Kaltwassererfahrung haben. Und wenn ihr Taucher seid, die sich denken, in der Antarktis tauchen, das klingt fantastisch, dann nehmt einfach Kontakt auf mit mit eurer Agentur, mit Oceanwide Direct. Da gibt es detaillierte Fragebögen und dann schauen wir sehr, sehr genau, dass die richtigen Taucher auch mit dabei sind. Ihr könnt euch vorstellen, Tauchen in der Antarktis ist nicht ganz ungefährlich, wenn irgendetwas schief geht. Hilfe ist weit, weit entfernt. Dekompressionskammer und ähnliches ist gar nicht dran zu denken. Ne? Aber wer da Erfahrung hat, gerne Kontakt aufnehmen. Das sind extra Optionen auf ansonsten normalen Abfahrten, soweit man von normalen Abfahrten in die Antarktis reden kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dieses sogenannte Basecamp zu buchen. Und was ist das nun wieder? Das ist eine Reise Richtung antarktischer Halbinsel, die etwas länger ist, 12 Nächte, und auf der wir versuchen, allen gut 100 Gästen auf der Plantius oder Ortelius beispielsweise, die Möglichkeit zu bieten, möglichst viele verschiedene Aktivitäten auszuprobieren. Also nicht nur an Land zu gehen, um Pinguine zu schauen und Robben und Wale, sondern auch zu kajaken, Schneeschuhwanderungen zu machen, und Berg zu steigen. Ich gehe noch mal im Detail darauf ein, was das genau bedeutet. Zum Kajaken. Hier seht ihr so eine Gruppe in den Doppelkajaks unterwegs mit mir, am Eingang des Lemaire Channels. Fantastische Erfahrung. Das Tolle am Kajaken ist eben, dass man wirklich, wirklich nah an dieses kleine Eis herankommt, an das Tierleben und vor allem an die Stille. Man ist mal weg von den Motoren, von dem Motorlärm der kleinen Zodiacs. Und man kann wirklich mal den Kopf so richtig ausschalten und mit etwas Glück schwimmt mal ein Pinguin vorbei und inspiziert einen. Oder ich hatte auch schon das Glück, dass Zwergwale oder Buckelwale, ja, wirklich unter meinem Kajak durchgetaucht sind. Das kann alles passieren.
Und das ist in diesem Fall für jedermann. Ja, also diese Reise kann jeder buchen, der sich aktiv genug fühlt. Also wenn er aktiv hier oben ist, im Kopf und Lust auf Abenteuer hat, dann ist er geeignet für diese Reise. Wir sehen dann nur, dass wir versuchen, euch in Gruppen einzuteilen. Also haben wir beispielsweise viele erfahrene Kajaker dabei, dann versuchen wir durchaus, die auch an einem Tag zusammen rauszunehmen auf eine Ausfahrt, wo die dann ein bisschen auf ihre Kosten kommen und die Anfänger beispielsweise an einem anderen Tag eher geschützt und sicherer. Das versuchen wir durchaus, aber für jedermann geeignet. Dasselbe gilt für Schneeschuhwandern. Ihr seht hier das Schneeschuhwandern in der Nähe eines gewaltigen Gletschers. Da wollen wir einfach ein bisschen höher hinaus, ein bisschen mehr entdecken als auf den normalen Abfahrten. Teilweise mit Seil, ja, in Gletschernähe. Und da kommen wir auch direkt zu diesem Bergsteigen-Begriff. Ja, es ist ein bisschen relativ. Ja? Also wir haben zertifizierten Bergführer an Bord für diese Basecamps. Und auch der wird natürlich versuchen, euch einzuteilen nach euren Fähigkeiten, nach eurem Fitnesslevel, soweit das möglich ist. Einzelne Touren sind vielleicht auch schon mal ein bisschen anspruchsvoller, die er sich dann mit euch vornimmt, je nach Wetter und Bedingungen. Aber das ist kein technisches Klettern. Ja? Also man geht auf dem Seil, auf den Gletscher, an steilere Stellen. Ich habe auch schon mal gesehen, dass er eine Gruppe Eisklettern genommen hat an so einem kleinen, quasi gefrorenen Wasserfall. Ja, das wird mal gemacht, aber kein wirklich technisches Klettern. Ja, das ist eine Erfahrung mit einem zertifizierten Bergführer und einem zweiten sehr erfahrenen Guide in den Berggebieten. Nicht mehr und nicht weniger, aber eine fantastische Erfahrung. Ich bin immer ganz eifersüchtig auf die Bergführer, die da von oben grüßen. Ich kann mich im Kajak auch nicht beschweren. Ich glaube, wir sind gegenseitig ein bisschen eifersüchtig. Ja, und das Campen. Das hatte ich schon erwähnt, ja, in den Biwaksärgen dort eine Nacht zu verbringen. Da versuchen wir auch euch in Gruppen eben 3, 4, 5 Nächte in Folge allen möglichst diese Möglichkeit zu geben, rauszukommen, das Ganze zu genießen. Das zur antarktischen Halbinsel mit all seinen Facetten. Und das bringt mich zu einer ganz anderen Reise. Und ja, hier die Königspinguine. Und viele Leute, wenn sie an die Antarktis denken, denken an diese Bilder, an diese BBC-Dokumentation, an David Attenboroughs Stimme und diese Abertausenden von Königspinguinen. Aber eigentlich ist das die Subantarktis, in der diese Königspinguine brüten. Und die beste Reise, die wir haben, um euch diese zu zeigen, ist eben diese große Runde, einmal von Ushuaia auf die Falklandinseln, weiter nach Südgeorgien. Dort sind diese riesigen Königspinguin-Kolonien und dann über die South Orkney Islands zur antarktischen Halbinsel, einen kleinen Abstecher dorthin und wieder zurück nach Südamerika. 18, 19 Nächte, teilweise Variationen mit 22 Nächten an Bord, also längere Reisen. Und los geht's auf den Falklandinseln. Falklandinseln sind fantastisch, total unterbewertet. Nachdem wir dort unsere 2 Tage verbracht haben, will man immer gerne eigentlich mehr Zeit dort verbringen, weil das Tierleben wirklich, wirklich fantastisch ist. Gleichzeitig wollen wir weiter nach Südgeorgien. Hier sieht man eine große Kolonie an Rockhopper Penguins auf Englisch. Ja? Und hier die schwarzbraunen Albatrosse. So nah an die Cliffs zu kommen, auf den Falklandinseln und diese fantastischen Vögel zu beobachten, wie sie reinkommen, rausfliegen aufs hohe Meer und diese wuscheligen Küken, das ist eine fantastische Erfahrung. Und das sind sehr, sehr, ja, sehr, sehr elegante Vögel. Eigentlich alle Albatrosse, aber vor allem diese schwarzbraunen Albatrosse mit ihrem Lidschatten dort, wie man ihn sieht. Die kann man dort gut beobachten, hier auf Saunders Island beispielsweise und hier von Carcass Island, einer Nachbarinsel, die Magellan-Pinguine, die wir in Südamerika finden und eben auch den Falklandinseln. Wir sehen auch andere Pinguine auf den Falklands, da gehe ich jetzt aber nicht im Detail drauf ein, weil wir die wiederum auch später sehen in Südgeorgien. Was speziell ist an den Falklands ist natürlich, ihr seht, es ist grün, es ist wirklich sehr subpolar, ja. Sehr windig, nie wirklich richtig warm, aber auch nie richtig kalt. Es hat aber vor allem viele, viele
endemische Vogelarten, das heißt Vogelarten, die es nur dort gibt. Hier der Falkland-Karakara, sehr, sehr seltener Vogel und für die Ornithologen unter euch ein absolutes Paradies. Ja, da könnt ihr eine Spezies nach der anderen finden und entdecken und loggen. Es ist wirklich ein buntes Treiben dort und immer wieder schön auf die Falklands zu kommen. Trotzdem, weiter geht es dann Richtung Südgeorgien und Südgeorgien ist wirklich das Highlight der Reise. Das muss man so sagen, das ist nichts, was Südgeorgien irgendwie ähnlich ist und gleichkommt. Das Tierleben dort hat einfach keine natürliche Scheu. Die sind alle so neugierig, sei es nun dieser kleine Seebär, diese kleine Pelzrobbe, ja, oder die Pinguine, die Jungen wie die Alten. Man fühlt sich wie inmitten einer Dokumentation. Man hört wirklich so David Attenboroughs Stimme. Und hier ein Bild von St. Andrews, das ist eine Landestelle, wo Hunderttausende von Königspinguinen brüten. Es ist wirklich mit Worten nicht zu beschreiben. Das erste Mal, als ich dort war, briefte uns unser Expeditionsleiter vor der ersten Landung und sagte zu uns, vor allem zu uns Neuen, wir schauen mal, ob wir landen können. Wenn zu viele Tiere dort sind, kann es sein, dass wir nur einen Zodiac-Cruise machen. Und ich wusste überhaupt nicht, wovon er redet. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass an einer Landestelle zu viele Tiere sein könnten, dass man dort nicht landen könnte, ohne zu viel sozusagen Schaden anzurichten, bis ich dann dort war. Dann habe ich es verstanden. Also das kann da durchaus passieren, dass wir eine Landestelle für zu busy halten und dementsprechend nur in Anführungszeichen Zodiac cruisen. Es ist wirklich, wirklich jenseits dessen, was man sich vorstellen kann. Im Großen wie im Kleinen. Ja, hier die Detailansicht dieser wunderschönen Vögel, dieser Königspinguine. Ja. Und das Schöne ist bei diesen Vögeln, sie haben einen ganz merkwürdigen Brutzirkel. Das heißt, die brüten in 3 Jahren zweimal. Und deshalb passiert dieses Brüten ganz versetzt. Sie brauchen länger als 12 Monate, um ein Jungtier großzuziehen. Ungefähr 14, 15 Monate. Das heißt, wann auch immer wir dort in der Kolonie ankommen, wir sehen immer Jungvögel. Ja, also egal, ob im November oder im Februar, März, wir sehen dort immer Jungvögel und Altvögel. Das ist ganz Besonderes bei den Königspinguinen. Aber der zahlreichste Vogel auf der Insel ist tatsächlich der Goldschopfpinguin. Den sieht man nur nicht so einfach, weil er eher an Klippen brütet, während die Königspinguine an diesen weiten Flächen, diesen langen Stränden brüten. Der Goldschopfpinguin hat einen schönen Namen auf Englisch, der Macaroni, also Macaroni-Pinguin. Und das so in der Sparte von Wissen, das man nicht haben braucht. Wo kommt der Name her? Und der Macaroni-Pinguin ist tatsächlich danach benannt, dass sich Mitte des 18. Jahrhunderts so die Vorläufer der Dandies, ja, den Begriff kennt man vielleicht, junge Männer sehr adrett gekleidet haben, hohe Frisuren hatten, sehr, sehr feine Klamotten, bunte Farben und die nannte man Macaronis, weil die häufig so wiederkamen, wenn sie gerade in Italien waren und dort die neue Mode gesehen haben. Und danach ist tatsächlich der Macaroni-Pinguin benannt, der Goldschopf-Pinguin. Pinguine ohne Ende, Abertausende, Hunderttausende, aber auch die großen Seeelefanten, die Seebären, Pelzrobben. Und hier sieht man zwei Jungtiere der Seeelefanten miteinander kämpfen. Ich war tatsächlich noch nie dort, als die großen Bären, die großen Seeelefanten miteinander kämpfen in der Rumpfzeit. Ja. Das passiert am Anfang der Saison im November. Zu der Zeit war ich leider noch nicht da. Das sind hier zwei Jungbullen, die nur mal ein bisschen üben. Und so sieht das in Südgeorgien aus. Ihr seht subantarktisch, nicht ganz so vergletschert wie die Antarktis. Eher vergleichbar mit Neuseeland oder auch Norwegen. Aber wunderschöne Strände mit, ja, ihr seht das Tierleben. Hier sind die ganzen Königspinguine. Und hier unsere Seeelefanten und ja, unsere Gruppen, die dort landen in ihren Zodiacs. Auch ein wunderbarer Ort, um Wanderalbatrosse zu sehen. Ein Ort, wo wir an Land gehen, ist Prion Island. Das ist eine kleine vorgelagerte Insel vor Südgeorgien. Und da muss man dazu sagen, dass die Insel erst ab 7. Januar aufmacht. Das ist die Zeit, wo man dann an Land gehen kann. Südgeorgien ist sehr, sehr strikt reguliert. Da gibt es wirklich viele Regeln, sehr viel
Wildlife Conservation, die dort passiert von den Briten. Und in dem Fall ist es so, dass wir die Wanderalbatrosse in ihrer Kolonie beim Brüten auf dieser Insel erst ab dem 8. Januar dann besuchen können. Es gibt aber weitere Arten dort, hier der wunderschöne Rußalbatross, für viele der wunderschönste aller Albatrosse mit diesem Farbenspiel. Und die brüten gerne so in den Cliffs, auch die kann man dort sehen. Leben, ja, so ein Garten Eden ist Südgeorgien. Dementsprechend, wo viel Leben ist an Land, da ist auch viel Leben im Wasser, denn darauf beruht das Leben an Land. Die Pinguine, die Robben, all die fressen ja diese, was dort so lebt, um diese Insel herum. Und natürlich sind dort auch die Wale, große Buckelwale, Southern Right Whales, also die Südkaper, und auch immer mehr Blauwale, dessen Bestände sich erholen. Aber dort kann es auch mal wild zugehen. Ich will nicht zu sehr im Detail darauf eingehen, wie unsere Zodiac Operations dort teilweise aussehen, aber es kann schon mal wild zugehen. Ihr seht hier die katabatischen Winde. Und auf dem nächsten Bild seht ihr unsere Mannschaft, unsere Guides in Trockenanzügen, die versuchen, das Boot wieder sicher rauszubringen. Südgeorgien ist der Ort, wo wir häufiger mal eine Landung abbrechen müssen und sagen müssen, jetzt alle zurück, sonst müssen wir hier an Land übernachten, weil der Wind immer stärker wird. Das passiert dort tatsächlich regelmäßig oder auch, dass Landungen gar nicht stattfinden. Wie aus dem heiteren Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es mit den Walen schon angedeutet, auch sehr viel Walfanggeschichte dort. Das ist der Ort Grytviken. Dort liegt Shackleton begraben. Dort haben auch die Briten ihre Station. Großbritannien hat dort ebenso die Inselpolizei und auch die Forscher, die mit Wildlife Conservation arbeiten. Grytviken besuchen wir dort auch in der Regel. Und es ist schon irgendwie was Besonderes zu sehen, wie die Natur wieder Überhand nimmt und all diese rostenden Walfangkutter dort liegen und daneben die Pinguine und die Robben sozusagen diesen Rost wieder in Gebrauch nehmen, auf eine Art, also dieses Land wieder in Gebrauch nehmen. Das war das echte Highlight dieser Tour Südgeorgien und dann geht es weiter auf die South Orkney Islands, manchmal auch auf Elephant Island mit etwas Glück, um dann diese Reise abzuschließen mit 2-3 Tagen an der antarktischen Halbinsel. Und hier waren wir so glücklich, tatsächlich auf Elephant Island zu landen. Und wer geschichtsinteressiert ist, der weiß, dass das der Point Wild ist, an dem Shackleton seine Männer zurücklassen müsste und dann mit diesem kleinen Beiboot Richtung Südgeorgien gesegelt ist. Geschichtlich extrem relevanter Ort und unglaublich, wie die Männer dort überlebt haben. Einmal habe ich es geschafft, dort anzulanden. Und selbst an dem Tag war es nicht ganz ohne. Es gibt also so kleine Highlights, die man mit Glück erleben kann, aber es geht in jedem Fall weiter auf die antarktische Halbinsel. Und natürlich verbringen wir auf dieser Reise nicht ganz so viel Zeit in der Antarktis wie auf den reinen Antarktisreisen. Es ist ein Kompromiss, aber man sieht genug, als dass man einen guten Einblick bekommt in die Antarktis, in den großen weißen Kontinent. Es gibt auch leichte Variationen zu dieser Runde von Ushuaia. Und das will ich nur kurz erwähnen. Ganz am Anfang der Saison, unsere erste Reise, 2022 wird das auf der Ortelius und auf der Hondius angeboten. Ende Oktober bereits, Anfang November, geht es in Uruguay los, in Puerto Madryn. Und dann über die Falklandinseln nach Südgeorgien. Sonst ganz ähnlich die Route. Was daran besonders ist, wenn man so früh unterwegs ist, hat man wirklich eine gute Chance, die großen Seeelefanten und auch die Pelzrobben bei ihrer sozusagen Brumpf zu erleben. Also dass da diese riesigen Körper aufeinander krachen und um ihren Harem kämpfen. Was ganz Besonderes, da ist diese erste Reise der Saison Ende Oktober, Anfang November geeignet und sehr speziell habe ich leider noch nie machen dürfen, beziehungsweise habe mich dann immer in Nordnorwegen zu dieser Zeit bei den Orcas aufgehalten. Auch nicht schlecht. Und es gibt eben noch eine speziellere Reise, wenn wir schon über spezielle Reisen reden. Auf der Jansonius wird Ende Oktober, Anfang November 2022 ein reines Südgeorgien-Spezial angeboten. Das ist definitiv auf meiner To-Do-List irgendwann mal. Und da sparen wir uns sozusagen die Antarktis. Das ist vor allem für Leute, die vielleicht schon mal in der Antarktis waren und die wissen, Südgeorgien ist der Hotspot für Tierleben,
wirklich diesen Garten Eden. Und da haben wir zum einen eben etwas mehr Zeit auf West Falkland, können bei Steeple Jason mit etwas Glück anlanden an der größten schwarzbraunen Albatros-Kolonie der Welt. Ein fantastischer Ort. Aber selbst wenn wir dort nicht anlanden können, der Himmel ist voll von Vögeln. Ja, das ist irre, völlig irre. Und dann eben vor allem sehr, sehr viel Zeit auf Südgeorgien. Und ihr seht, wir wollen da Südgeorgien sogar umrunden und mit etwas Glück eine Anlandung sogar an der Westseite machen. Dort, wo damals Shackleton anlandete mit seinem Beiboot, um seine Männer dann um zur Walfangstation in Fortuna Bay zu kommen und um dort Hilfe zu holen für seine Männer. Viel mehr Zeit in Südgeorgien und dementsprechend der starke Fokus darauf, eine ganz spezielle Reise für die, die etwas anderes wollen. Und wenn wir schon von speziellen Reisen reden, die vielleicht speziellste Reise im Angebot ist die ins Rossmeer. Ich sag mal für speziell Interessierte. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes von Südamerika bis nach Neuseeland und dann auch wieder auf der nächsten Reise in der umgekehrten Richtung zurück. Diese Reise hat natürlich sehr, sehr viele Seetage. Es sind gewaltige Distanzen. Das ist eine Halbumrundung der Antarktis. 33 Nächte unterwegs. Und da reden wir von gut 20, ja, mehr Seetagen, ja, reinen Seetagen. Aber wenn wir dann Anlandungen machen, dann sind sie arg speziell. Und deswegen haben wir die Helikopter an Bord. Ja, 2, 3 Helikopter, in der Regel 3. Um euch an Orte zu bringen, wo es sonst keine Chance gibt, hinzukommen. Auch nicht mit den Zodiacs. Hier ein Bild aus den antarktischen Trockentälern, den Dry Valleys. Diese Reise findet statt nicht jährlich. Ja, das nächste Mal 2023 im Programm. Januar, Februar in den März hinein. Also die erste Reise Mitte Januar bis Mitte Februar. Die zweite Reise Mitte Februar bis Mitte März. Und das ist so, weil wir da sonst gar nicht hinkommen. Das ist eine Eiskarte. Und wenn man sich die Antarktis anschaut, diese dunkel-lila Farben, das ist eine dichte Eisbedeckung, 80, 90, 100%. Und das ist die Rosssee, hier in blau eingezeichnet. Und ihr seht zum einen auf dem ersten Bild Mitte Dezember die Situation, 2019. Ihr seht, man kommt nicht in die Rosssee. Da ist alles voll von Eis. Drumherum, keine Chance. Nicht mit einem Eisbrecher und definitiv nicht mit der Ortelius. Aber auch nicht mit dem stärksten Eisbrecher der Welt, der in der südlichen Hemisphäre fährt. Dort haben wir keine Nuklear-Eisbrecher. Und hier die Situation Mitte März, da fängt es schon wieder an zuzufrieren. Also wir müssen in dieses Zeitfenster hinein die Reisen legen. Und als ich dort unterwegs war, jetzt Mitte Januar bis Mitte Februar 2020, sah es so aus. Das ist die Rosssee. Und wir konnten uns da so reinmanövrieren durch dieses etwas dünnere Eis. Und in die Rosssee gelangen, wo mein Marker ist. Ganz spezielle Reise, die losgeht an der antarktischen Halbinsel, so eine kleine Einführung im südlichen Bereich dort. Ein Tag mit Anlandung, mal ein bisschen die Füße vertreten und ins Zodiac kommen. Mit etwas Glück Wale sehen und ähnliches, aber dann geht es weiter zu den speziellen Orten. Und zweieinhalb Seetage weiter wartet die Peter die erste Insel, so ein unglaublich selten besuchter Ort. In vielen Jahren kommt dort kein Expeditionsschiff vorbei. Keins. Ja, also wir sind in vielen Jahren die einzigen, die dort überhaupt versuchen, etwas zu treiben. Und das kann eben ein Überflug sein. Wir haben einen Überflug mit Helikoptern gemacht. Das war das Einzige, was sich ausging. Es kann aber auch ein Zodiac-Ausflug sein und mit sehr, sehr viel Glück auch eine Anlandung. Eine ganz kurze ist es dann aber. Aber da muss alles zusammenkommen, 6 am Lotto. Aber allein ein Überflug mit den Helikoptern ist schon was Besonderes. Wir machen das dann in Gruppen. Das dauert, ihr könnt euch das vorstellen. In so einem Helikopter, da haben ja 3, 4 Gäste gleichzeitig Platz. Wir haben 3 Helikopter, wir müssen das Ganze rotieren. Das heißt, bis wir wirklich alle mal zu diesem Rundumflug dabei haben, sind gut 3, 4, 5, 6 Stunden vergangen. Je nachdem, wie lange die Flüge sind. Und ein solcher Rundumflug ist dann in der Regel so 15 Minuten, mit sehr viel Glück 20 Minuten pro Gruppe. Das fühlt sich aber länger an, wenn man da oben ist. Wenn wir Anlandungen machen und dort länger mit den Helikoptern eine Gruppe sozusagen absetzen und die nächste holen, dann kann so eine gesamte Helikopter-Operation
durchaus mal 10, 12 Stunden dauern. Und das ist gewaltig viel Logistik. Aber wir werden euch dort sehr genau briefen, wann ihr an der Reihe seid, wann ihr auf Standby sein müsst und so weiter und so fort. Dann geht's weiter. Ihr seht jetzt hier, das war Peter 1. Ja, da haben wir die Reise erst begonnen. Jetzt geht's weiter. 8 Seetage Richtung Ross-Eisschelf. Das größte Schelfeis der Welt. Und diese Seetage sind natürlich nicht immer nur reine Seetage. Da können wir Glück haben, da können wir Tiere sehen, Eis. Aber man muss schon eher ein geduldiger Charakter sein, wenn man diese Reise buchen möchte. Das schon. Wir halten unglaublich viele Vorträge, und haben viel Programm an Bord natürlich auch. Man wird wirklich sehr gut mit den Gästen bekannt und untereinander. Und das ist sozusagen der Preis dann angekommen an diesem Schelfeis. Die Dimensionen werden nicht ganz klar. Ja? Dieses Schelfeis ist mehrere hundert Kilometer lang. Aber das ist der Ort, an dem Amundsen eine Stelle fand, Roald Amundsen, das Schelfeis zu betreten in der Bay of Whales und seine Reise zum Südpol wirklich zu starten. Ja, und wir sind dort mit dem Schiff gewesen, Anfang 2020. Wir waren so weit im Süden, wie ein Schiff nur nach Süden fahren kann. Das Ende. Da kommt nur noch Eis. Und wen solche Superlative reizen, für den ist diese Reise etwas. Und das so dieses berühmte Bild, ja, wer das schon mal gesehen hat, wie sie dort stehen, die Norweger stolz am Südpol und eben gerade dieses Rennen mit Scott, wer nun zuerst war. Und wer zurückkommt und wer nicht, wer da Bücher gelesen hat, Schinken, einen geschichtlichen Schinken nach dem anderen sozusagen, abends im Bett gelesen hat in seiner Jugend, für den ist diese Reise etwas. Ich bin geschichtsinteressiert, das hört man vielleicht raus. Hier so die Route damals, ja, also dort waren wir auch in dieser Bay of Whales, der Walbückte auf Norwegisch, wo Amundsen seine Route startete und weiter geht's dann. Richtung Cape Evans. Und auch dort waren wir, an der alten Hütte von Scott, wo er 1911 seine Reise startete, vor über 100 Jahren. Dort unten ist alles sehr, sehr gut erhalten und da haben auch Restaurateure noch ihr Werk geleistet und diese Hütte steht noch. Und da konnten wir anlanden, wiederum in kleinen Gruppen. Das ist sehr, sehr streng reguliert, aber das ist wirklich Geschichte. Ich will fast sagen zum Anfassen, aber anfassen darf man natürlich nichts dort drin. Wer lesen kann, dort unten, die Scott's Antarktik, das ist Captain Scott's Bank. Dort hat er gelegen. Dort hat er seine letzte Nacht in einer Hütte verbracht, bevor es Richtung Südpol und dann nie wieder zurückging. Sehr, sehr viel Geschichte. All diese Konserven. Sozusagen in diesem trockenen Klima gut überdauernd. Das ist der Kern dieser Reise, sozusagen der Kern der Rosssee. Ja, hier sieht man auf der Karte Ross Island. Hier ist Cape Evans. Dort waren wir an Land. Dort ist auch die McMurdo Base, die größte antarktische Station der Amerikaner. Und dort ist auch die Hütte von Shackleton am Cape Royds, die wir gesehen haben. An der wir leider aber nicht anlanden konnten. Das Eis war zu stark, die Helikopter konnten nicht fliegen, der Wind war zu stark. Wir haben es mehrfach versucht, das ging nicht. Wir haben die Hütte gesehen, so kann es auch gehen. Ne? Aber auf der anderen Seite hier auch die Trockentäler, die Dry Valleys, dort konnten wir tatsächlich mit den Helikoptern landen, dazu gleich. Ja, die McMurdo-Station, vielen ein Begriff, tatsächlich eher eine graue Stadt. Ja, wir waren dort Anfang Februar 2020. Ihr könnt euch vorstellen, wir waren nicht so gern gesehene Gäste im Rahmen der Corona-Situation der Welt, auch wenn wir eigentlich so die sichersten Gäste der Welt waren. Wir waren schon 20 Tage unterwegs. Unser Schiff war sicher, aber die wollten natürlich kein Risiko eingehen. Aber wie gesagt, was wir konnten, waren den antarktischen Trockentälern dann. Und das ist so unglaublich, die Dimension dort. Der trockenste Ort der Erde, der Ort, an dem die NASA für ihre Mondlandung geübt hat. Da fällt so wenig Niederschlag, dass das wenige, was fällt, verdunstet und deswegen eben kein Eis dort liegt, kein Schnee. Da werden Robben mumifiziert, die sich ins Inland verlaufen haben.
Ja, wer das schon mal in der Dokumentation gesehen hat, dem ist das sicherlich ein Begriff. Die Gletscher dort auch ganz merkwürdig. Die enden so im Nichts. Ne? Die trocknen da einfach aus. Und hier die Sicht aus dem Helikopter. Canada Glacier. Ja, unglaubliche Dimension. Auch ganz in der Nähe dieser Blood Falls, also dieser blutigen Wasserfälle, weil dort Eisenoxid den Berg und den Gletscher verlässt. Echtes Highlight der Reise. Zum Tierleben, ja, wir können auf dieser Reise auch gut Kaiserpinguine sehen. Es ist aber tatsächlich nicht die beste Reise, um viele von ihnen zu sehen und um sie nachzusehen. Denn dafür muss man in eine Kolonie in der Brutzeit und jetzt sind wir im Januar, Februar, März unterwegs. Da brüten die Tiere nicht mehr. Also wir sehen sie so, ja, herumstreifen auf Eisschollen hier und da. Aber eine sehr, sehr gute Chance, die Tiere zu sehen, diese größten aller Pinguine. Und Orcas und Wale jeglicher Art. Es gibt eine Subspezies Orcas, den Typ D, den gibt es nur in der Rossee, ganz speziell dort adaptiert an die Bedingungen. Der frisst unter anderem auch Kaiserpinguine. Und die konnten wir mehrfach sehen und auch beim Jagen beobachten, nicht bei einer erfolgreichen Jagd, aber beim Versuch. Ja, man fühlt sich teilweise wie in einer Dokumentation dort unten wieder, wenn das Wetter denn mitspielt. Hier nochmal die Orcas. Und die Pinguine, die wir dort am häufigsten sehen, sind die Adélie-Pinguine hier bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Steinestehlen. Die Pinguine sieht man besser auf der ersten Reise, Mitte Januar bis Mitte Februar, denn auf der zweiten Reise fangen sie dann schon wieder an oder haben ihre Brutplätze verlassen. Aber hier Aufnahmen von Anfang Februar. Da sieht man schon, die Jungtiere sind fast fertig. Ja? Die haben noch so diesen, die sind so diese Punks, wie wir sie nennen. Die haben noch so die letzten Haarschöpfe, da wo sie nicht herankommen, sie selbst auszuzupfen. Riesige Kolonien, unter anderem auch die größte Adélie-Pinguin-Kolonie der Welt, hier zu sehen. Und immer wieder auch die Möglichkeit, wenn wir denn genug Sprit haben und die Berechnungen stimmen, wir da mal den einen oder anderen Sightseeing-Flug auch mal anbieten können in den Helikoptern. Wir müssen ja mal kalkulieren unterwegs, was genau die Pläne noch sind, was noch möglich ist, welche Anlandungen möglich sind. Aber so ein Sightseeing-Flug über einen Gletscher ist natürlich auch was ziemlich Besonderes. Hier noch so eine kleine Seitenanekdote. Das ist abermals die größte Adélie-Pinguin-Kolonie der Welt. Und da steht auch eine Hütte. Und die konnten wir auch besuchen. Ihr seht, das Wetter war wild, aber einen Tag später ging es. Gerade so. Es war uns sehr wichtig, wir haben es versucht. Die Expeditionsleiterin war tough, die Delfin. Aber diese Hütte ist das älteste Gebäude in der Antarktis. Und witzigerweise auch das erste Gebäude, was dort gebaut wurde. Ist also der einzige Kontinent auf der Welt, auf dem das erste Gebäude, was jemals gebaut wurde, auch immer noch steht. Ist auch noch nicht so lange her, von 1898 von Carsten Borch-Grevink, dem ersten, der dort überwintert hat an diesem Ort. Das ist also die Reise ins Rossmeer und ihr seht am Ende der Reise, beziehungsweise vice versa wäre es am Anfang, geht es auch zu den subantarktischen, neuseeländischen und eventuell auch australischen Inseln, hier Macquarie. Und dazu nur zwei, drei Worte. Die Inseln sind sehr, sehr vergleichbar mit Südgeorgien. Also auch so subpolar, sehr, sehr viele Seebären. Endemische Spezies von verschiedenen Pinguinen, auch Königspinguinen, Royal Penguins, sehr, sehr grün wieder, also eine völlig andere Landschaft und den Besuchen haben wir dort auch noch, diesen Abstecher, 2, 3 Tage auf diesen subantarktischen Inseln, die Südgeorgien sehr, sehr ähnlich sind. Auch sehr, sehr streng reguliert. Das ist also diese Reise für speziell Interessierte oder eben zurück von Neuseeland nach Argentinien. Was mich zu meiner letzten Reise hier führt, zu der letzten Option, und das ist die Option ins Weddell-Meer, also auf die Ostseite der antarktischen Halbinsel. Hier sind die Eisverhältnisse sehr schwierig häufig, sehr speziell, deswegen gehen dort kaum Reisen hin und deswegen brauchen wir auch hier wieder die Helikopter. Und ich will das nochmal veranschaulichen, hier mit einer anderen Eiskarte, die seid ihr vielleicht eher von Spitzbergen gewöhnt, mit diesen Farbcodes. Man sieht die antarktische Halbinsel, man sieht, wo wir hinwollen, auf
der Ostseite. Und jetzt zoome ich mal rein. Wir sehen das Ganze nochmal. Wir wollen also von hier oben auf die Ostseite der antarktischen Halbinsel und hier in der Nähe von Snow Hill Island auf dem Festeis, da brüten Kaiserpinguine. Und die sind auf dieses Eis angewiesen. Die brüten auf dem Eis, auf dem Meereis, was ja irgendwann im Sommer schmilzt. Das heißt, wenn wir diese Tiere dabei beobachten wollen in dieser Kolonie, müssen wir kommen, solange das Eis noch dort ist und der Brutzyklus nicht abgeschlossen ist. Und das ist im November perfekt. Nun müssen wir aber auch hoffen, dass gerade so wenig Eis ist, dass wir dort überhaupt hinkommen. Aber so viel Eis, dass die Pinguine sich wohlfühlen. Das ist also so eine ganz schwierige Geschichte. Wir haben die letzten Jahre eine sehr gute Erfolgsquote gehabt auf diesen Reisen. Aber davor auch einige Jahre, wo es mehrmals in Folge nicht geklappt hat, die Kaiserpinguine zu besuchen. Weil entweder zu viel Wind war, zu viel Eis, eine Kombination aus beiden. Und das ist sozusagen der erste Preis auf dieser Reise. Ich habe die Reise noch nie gemacht. Und dementsprechend ist dieses Bild auch nicht von mir. Aber das ist das, was euch erwartet, wenn ihr Glück habt. Ja? Hier die jungen Kaiserpinguine, berühmt von unzähligen Dokumentationen. Und auch hier die Logistik natürlich wieder sehr, sehr schwierig und komplex, euch dort anzulanden mit Helikoptern in diesem guten Wetterfenster. Wir können natürlich auch nicht direkt an der Kolonie anlanden mit den Helikoptern. Das machen wir einen guten Kilometer entfernt. Dann wird ein Weg abgesteckt mit Flaggen, wo man genau lang gehen muss auf dem Eis, um dort hinzukommen. Und dann gibt es natürlich Mindestabstände und Ähnliches, wenn wir Glück haben. Ja. Letztes Mal hat es, glaube ich, sogar geklappt, 2 Tage in Folge diese Kolonie zu besuchen. Also da konnte jeder Gast 2-mal hin. Das war sozusagen der 6er im Lotto mit solchen Ausblicken. Das ist der Hauptfokus dieser Reise. Und natürlich, wenn das klappt oder wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, wird auch die eine oder andere normale Anlandung durchgeführt bei Adelie-Pinguin, mit hoffentlich Ausblicken auf Robben und Wale und Ähnliches. Aber der Hauptfokus liegt auf den Kaiserpinguin. Das war jetzt der Rundumschlag. Ziemlich viel auf einen Haufen, ja. Aber wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch natürlich im Chat gerne äußern. Wir kommen dann auch darauf zurück. Oder ihr wendet euch natürlich später an das Reisebüro eurer Wahl oder auch direkt an uns, an meine Kollegen im Büro von Oceanwide. Vielen Dank, soweit. Lieber Christian, ich sage auch vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Unser Gastredner zum Thema Antarktis mit sehr vielen eindrucksvollen Bildern, muss man ja sagen, sehr viel Information und Details zu unseren Reisen. Und da bekommt man richtig Lust, die Koffer zu packen. Könnt bald wieder losgehen. Also ein sehr spannendes Programm. Antarktis ist wirklich ein Highlight. Unser Antarktis-Programm ist bereits schon für die Saison 2022/23, also Beginn November 2022, enden März 23, März online. Schauen Sie mal auf unsere Webseite www.oceanwideexpeditions.com. Dort gibt es viele neue Reisen, viele zubuchbare Aktivitäten, also kostenlos oder zuschlagspflichtig, je nach Programmart. Es gibt Fotoworkshops, übrigens auch neu, ein Astronavigationsworkshop mit Sextant, so dass man mal lernt, wie die Seefahrer in alten Tagen in der Vergangenheit mit Sextant gearbeitet haben, was sie ja teilweise heute auch noch machen. Bergsteigen, Wandern, Tauchen, Kajaken, alles, was Christian erwähnt hat, das findet man auf unserer Webseite. Man kann dort filtern nach Programmart und Aktivitäten. Und es gibt auch deutschsprachig begleitete Reisen, muss man sagen. Unsere Programme findet man auch in den Katalogen und auf den Webseiten namhafter Veranstalter und natürlich auch im Reisebüro vor Ort. Schauen Sie mal dort rein. Die Kollegen freuen sich natürlich gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit über ihren Besuch. Wenn Sie da nicht zum Ziel kommen, weitere Informationen wünschen, dann können Sie natürlich auch gerne mit uns direkt Kontakt aufnehmen.
Ich möchte noch zum Abschluss sagen, ein Link dieser Aufzeichnung oder dieses Webinars, das Webinar haben wir aufgezeichnet, wird per E-Mail an alle Teilnehmer verschickt. So kann man sich die Details später nochmal ansehen und wird dann auch später auf YouTube hochgeladen sein, sodass man sich das dort auch nochmal ansehen kann. Ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal an dich, Christian. Danke, dass du heute dabei warst. Und auch ein großes Dankeschön an Sie, unsere lieben Zuschauer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bleiben Sie gesund. Bis bald mal wieder.